Unser Video geht jetzt weiter mit dem Verkleben oder Abdichten der Bedplate. Und zwar haben wir hier beim letzten Video schon alles zusammengebaut. Die Simmerringe oder Wellendichtringe sind schon eingebaut, vorne und hinten. Und jetzt geht es gleich weiter mit dem Einfüllen der Dichtflüssigkeit. Dazu fangen wir erstmal an mit dem Primer, den es vom BMW direkt so zu kaufen gibt. Nochmal, wie wir vorher schon gemacht haben, ausfüllen an der Lücke, die an den seitlichen Simmerringen ist. Einfach ein bisschen was reinfüllen. Auf der vorderen Seite auch. Da können wir nochmal hier auf der anderen Seite filmen, dass man die Lücke nochmal kurz sieht. Und da mit diesem Primer einfach hineingehen. An der Kante hier. So dass das Dichtmittel später dann hier reinkommt, auch gleich in Verbindung treten kann mit diesem Primer. Und gleich abdichtet. Unten haben wir schon gemacht, können wir kurz mal zeigen. Da ist schon die komplette Seite aufgefüllt. Und jetzt haben wir uns den Block so hingelegt, dass wir schön mit der Spritze das Dichtmittel jetzt gleich reinpresst, von oben her arbeiten können. Das ist nämlich ganz wichtig. Man muss da ein bisschen Zeit haben und am besten nimmt man sich ein schweres Gewicht mit dazu. Sieht, so kommt die Spritze jetzt dann drauf. Wir haben die vorne ein bisschen etwas abgenommen von der äußeren Kante außen rum, dass man besser sieht, ob auch die Flüssigkeit richtig reinläuft. Ja, und jetzt setzt man die genau hier an das Ventil an. Schauen, dass wir es auch richtig mittig erwischen. Das müsste so gehen. Ja, und jetzt brauchen wir eben lange Zeit und vor allem viel Geduld und gleichmäßigen Druck. Das versuchen wir einfach mit ein bisschen Gewicht hinzubekommen. Das heißt, jetzt geht's los. Jetzt erstmal nur warten, bis sich das Mittel schön langsam im Block verteilt. Und das kann jetzt, wie gesagt, ein bisschen dauern. Dazu einfach ein bisschen Druck auch mit der Hand ausüben. Aber schauen, dass man die Spitze nicht unten abbricht. Ja, nach einigen Minütchen oder Sekunden, je nachdem wie stark der Druck ist, sollte es dann vorne am Wellendichtring zu sehen sein, dass die Flüssigkeit herauskommt. Also da lieber keine Hektik machen, in Ruhe. Man darf nicht vergessen, dieser Kanal ist so eng und so klein. Mit viel Druck kommt man da nicht weit, dann kommt das Mittel nur hier oben an der Einspritzseite wieder raus. Oder man knickt eben diese Spritze hier um. Also einfach mit Druck etwas gleichmäßig arbeiten und warten. Vorne kommt das Mittel auch schon raus. Das ist ein gutes Zeichen. Ein bisschen draufbleiben noch, bis genug Dichtmittel rauskommt, dass auch die Luft vorne komplett entweichen kann. Und sobald genug Flüssigkeit draußen ist, kann man das wieder versiegeln mit dem Primer. Wie sieht es vorne aus? Ganz gut, oh ja. Das, glaube ich, kann man so lassen. Einfach den Primer wieder drauf. Hier direkt drauf. Auf der anderen Seite genau das gleiche. Da ist auch genug ausgetreten. Sieht man hier das Mittel. Schön versiegeln. Und damit sollte eigentlich der Motorblock komplett dicht sein. Jetzt beginnen wir mit dem Einbau der Kolben und mit den Pleuelen. Dazu werden erst die Kolbenringe, die alten, ausgebaut. Die kann man einfach auseinanderziehen, ein klein wenig, und dann nach oben hin rausheben. Ganz wichtig, es sind eben wieder drei verschiedene. Das zeigen wir dann auch gleich, da hinten haben wir schon hingelegt. A, B und C.
unterste ist der A-Ring, dann darüber der B und ganz oben kommt C drauf. Und der unterste ist bei dem Motor etwas speziell gemacht. Und zwar besteht der unterste eigentlich aus drei einzelnen Ringen. Das zeigen wir jetzt gleich beim Ausbau und beim Einbau. Jetzt kommt nämlich der unterste dran. Da muss man erst suchen, wo das Ende ist, dass man es auch wirklich auseinanderziehen kann. Ja, das ist ziemlich eng, der unterste, zusammengesteckt. Und zwar hat er ein Oberteil, also einen ganz dünnen Ring. Und dazwischen ist so wie eine Ziehharmonika, kann man eigentlich sagen. So ein kleines gewelltes Teil. Und drunter ist nochmal der gleiche wie oben drauf, auch ein ganz normaler Ring. Also der unterste besteht wirklich aus drei Teilen. Muss man auch jetzt wieder finden, wo die Öffnung ist. So, da ist die Öffnung jetzt und da kann man den mittleren herausziehen. Der hängt natürlich stark drin, weil natürlich die ganzen Ablagerungen vom Motor drin sind. Das muss man alles ein bisschen beweglich bekommen. Und danach natürlich, bevor man den neuen einbaut, erstmal die ganzen Stellen richtig sauber machen. Auf gar keinen Fall gleich die neuen Ringe einbauen, sondern erstmal alles reinigen. So, ein bisschen auseinanderziehen, herumdrehen, da hat man es jetzt richtig schön gesehen. Ja, und jetzt können wir eigentlich erstmal alles schön sauber machen. Auch die zwei Kanäle nicht vergessen. Richtig, da haben wir nicht. Also insgesamt vier. Ja, der hat vier Stück, der M52 Motor, letzten hat glaube ich bloß zwei gehabt, rechts und links. Und der hat vier Stück, ganz wichtig auch mal kurz sauber machen, nicht dass da irgendwie Ölkohle drin oder sowas ist. Das ist natürlich jetzt wunderbar zum Reinigen. Alles schön sauber ist. Ja. Vielleicht mal kurz den Bremsenreiniger und mal kurz durchblasen. Da wirklich der letzte Dreck draußen ist. Und dann geht es eigentlich auch los mit dem Einbau des untersten Rings. Wie gesagt, das ist der dreiteilige. Können wir einfach mal in die Kamera reinhalten, wie dieses Schema ausschaut bei diesem N42 Motor. Hier haben wir jetzt das Mittelstück. Das ist wie gesagt ein bisschen gewellt hier. Und die zwei äußeren? Genau, auch egal, wie die hinkommen, also das eine oben, eine egal, unten. Ja. Genau, nur wichtig ist, das eine gewellte Teil in die Mitte nehmen. So. Genau, und mit dem fängt man jetzt auch gleich an. Also das heißt, erst machen wir mal den dünnsten rein. Ganz unten. Das nächste ist der gewellte. Einfach ein klein wenig auseinanderziehen, das so weit, dass einfach nichts brechen kann. Ein bisschen reicht das schon und dann bekommt man ihn in die Nut hinein. Dann kommt der dritte Ring wieder oben drüber. Das ist alles ein bisschen eine Fummelei. Aber der ist jetzt schön leicht drauf gegangen. Ja, schauen, ob alles frei beweglich ist, dass es nicht irgendwo doch verkantet hat. Und jetzt kommt der B-Ring. Da ist es ganz wichtig, der hat eine andere Nut. Und zwar, versuchen wir mal, ja doch, man sieht es eigentlich so ganz gut. Und zwar unten herum ist der etwas abgeflacht. Das heißt, diese abgeflachte Seite muss auch nach unten schauen. Und die glatte Seite muss nach oben schauen. Das ist ganz wichtig, da bei dem mittleren Kolbenring, also die abgeflachte Seite, wo ein Eck sozusagen fehlt, schaut nach unten und die ganz normale glatte Seite schaut einen an beim Einbauen.
Und jetzt kommt der oberste Ring, das ist jetzt der C-Ring, der kommt ganz oben drauf. Da ist es jetzt komischerweise. Ja. Da steht Top, das kommt nach oben. Ja, es sieht zwar optisch gleich aus, ja. Oben wie unten, aber es ist zumindest bei diesem Satz jetzt vermerkt, welche Seite nach oben reinkommen soll. Also bauen wir es natürlich auch so ein, Top nach oben. Ist aber jetzt wie gesagt nur beim obersten Ring so eine Markierung drauf. So, und jetzt ist eben ganz wichtig, die offenen Enden so auszurichten, dass sie ungefähr im 120 Grad Winkel auseinander versetzt eingebaut werden. So, ein Ende sieht man jetzt hier ganz schön offen, das ist jetzt hier. Genau, das andere drunter halb ist dann dementsprechend auf der anderen Seite und der unterste ist wiederum versetzt dazu. Jetzt ist ganz wichtig, viel Öl auf die Kolbenringe und auf den Kolben drauf geben, also da jetzt auch nicht sparen, es muss jetzt wirklich auch einigermaßen flutschen, wenn wir das Ding dann in den Motor einbauen. So, und jetzt kommt dieses Spezialwerkzeug, was da hinten schon bereit liegt, zum Einsatz. Jetzt setzen wir das Spezialwerkzeug auf, über den Kolben. Jetzt können wir kurz nochmal zeigen, wie es ausschaut. Das ist so als ganz normales Blech, was man außen mit diesem Rändelrad zusammenziehen kann. Und das schmiegt sich dann um den Kolben herum und drückt die Kolbenringe zusammen. Und ja, wenn man alles richtig gemacht hat und auch alles ein bisschen eingeschmiert hat, dann sollte es eigentlich klappen, dass man den Kolben dann so einsetzen kann in den Motorblock. Jetzt einfach mal drüber schieben, nicht ganz bis zum Schluss, bis zum Boden, sodass unten noch eine kleine Kante übrig bleibt, wo wir dann auch sehen können, wo wir den Kolben dann in den Motorblock einsetzen können. Und jetzt das Spezialwerkzeug einfach zusammenziehen. Immer dabei aufpassen, dass die Kolbenringe nicht aus Versehen irgendwie nach außen rutschen können oder nach oben sozusagen rausrutschen können. Also immer wieder ab und zu mal das Spezialwerkzeug ein bisschen hin und her drehen dabei, um zu prüfen, ob auch wirklich alles noch freigängig ist. Können wir ein bisschen drehen. Das sieht gut aus, ja. Gut, und wenn es richtig schön fest ist, dann versuchen wir es jetzt mit dem Werkzeug in den Motorblock einzusetzen. Ja, lässt sich noch schön drehen, müsste eigentlich passen. Hauptsache lässt sich jetzt nicht gleich was verklemmen, einfach noch ein bisschen hin und her machen. Ja, das passt. So, bevor wir jetzt den Kolben in den Motorblock einsetzen, machen wir natürlich schon auch noch das alte Bläulager raus. Jetzt kommt man natürlich wunderbar hin. Einfach ein bisschen Druck ausüben auf einer Seite und dann springt einem das Ding fast raus. Wenn es nicht gleich geht, dann ein bisschen vorsichtig nachhelfen, ein bisschen runterdrücken. Und irgendwann ist es dann schon gangbar, da kann man es rausnehmen. Und das Neue wird dann so eingesetzt, dass eben die Nut wieder dementsprechend an der richtigen Stelle eingesetzt wird. Hier können wir es kurz zeigen, da ist die Nut hier unten. Gell? Mhm. Jawohl, da muss man die auch wieder einsetzen. Vorher einfach nur kurz den Pleuel sauber machen, Öl rausmachen vom Pleuel. Weil das Öl kommt jetzt dann nur an die Lauffläche dran und der wird jetzt hier trocken eingesetzt, ohne Öl. Dabei achten, dass die Kanten auch möglichst gleich abschließen, wenn das Pleuellager eingebaut ist. Das kann man mit dem Finger ein bisschen hin und her bewegen. Schauen wir mal. Genau, jetzt sieht man es eigentlich ganz schön. Also so ist es schön eingebaut, dass die Kanten oben direkt am Pleuel bündig abschließen. Und dann natürlich auch gleich mal ein bisschen Öl drauf machen auf das Lager. Und dann kann man auch gleich das untere Teil
herrichten, auch da wieder das alte rausdrücken, sauber machen und das neue Teil dann gleich wieder einsetzen. So, vorbereitet ist jetzt schon alles für den Einbau vom Kolben mit dem Pleuel. Und das ist natürlich eine der wichtigsten Arbeiten bei so einem Motor, wenn man das macht, weil die Pleuel einfach, die Pleuellager besser gesagt, ein kleiner Schwachpunkt sind bei dem Motor. Das sollte man sich auf jeden Fall, wenn man am Motor etwas macht, nicht sparen, sondern auf jeden Fall die Pleuellager rausschmeißen. Das ist jetzt kein so großer Aufwand, wenn der Motor eh schon mal offen ist oder was gemacht wird. Dann kann man die gleich mittauschen. Bevor wir jetzt den Kolben einsetzen, ist ganz wichtig darauf zu achten, dass er auch in die richtige Richtung eingebaut wird. Und zwar unten haben wir es ein bisschen sauber gemacht. Schauen wir mal, ob wir es einmal, jetzt sieht man es ein bisschen noch nach unten drehen. Ja, jetzt sieht man da unten. Hier ist der Pfeil, in welche Richtung er eingebaut werden soll, der Kolben. Und zwar der Pfeil muss in Richtung vorne zeigen, also in Richtung Steuerkette. Und dazu muss man den jetzt auch so einsetzen. Und ganz wichtig, da nehme ich jetzt die Kamera einfach mal raus, bevor du sie reinsetzt, darauf aufpassen, dass man diese Öldüsen hier dabei nicht beschädigt. Und zwar diese Öldüsen, die sitzen hier unten. Warte mal, jetzt haben wir leider kein Licht, da kannst du mal kurz ein Licht holen. Dann können wir es noch zeigen. Genau, und zwar hier unten. Moment, ich lasse mal hier rein. Da, jetzt sieht man es ganz gut. Ist diese Öldüse, da gehe ich mal kurz drauf, die sollte man auf gar keinen Fall beim Einbau vom Pleuel beschädigen, also das heißt den Pleuel ganz gerade halten und wichtig ist auch die Kurbelwelle, so wie sie jetzt steht, nach unten drehen. Jeweils den Zylinder, was man einbauen will, ist die Kurbelwelle, kann man ganz einfach hier vorne mit dem 22er Schlüssel nach rechts oder links drehen, je nachdem. Geht momentan noch beides und dann darauf achten, dass die Kurbelwelle sozusagen am weitesten wegschaut, wo der Pleuel dann montiert wird. Und jetzt setzen wir unseren Kolben mal am Zylinder an und versuchen ihn einzubauen. Am vierten Zylinder zeigen wir jetzt den Einbau vom letzten Kolben. Ist ganz wichtig, halt eben auch nochmal den Zylinder mit Öl ein bisschen einschmieren, damit so wenig wie möglich Widerstand ist, wenn man halt die Kolben hineindrücken oder klopfen möchten. Also da ruhig ein bisschen mehr Öl hernehmen. Und dann haben wir auch schon wieder unseren Kolben in das Spezialwerkzeug eingebaut hier. Festgezogen. Und jetzt ganz wichtig, ihn wieder zentral den Pleuel mittig ausrichten, dass er ganz gerade runter geht und nicht an der Düse hängen bleiben kann, die sich direkt darunter befindet. Und jetzt ein bisschen runterdrücken, das Spezialwerkzeug, diesen Kolbenringhalter, dass er schön nach unten gepresst wird auf den Block und mit ein paar kräftigen Schlägen hineindrücken. Das hat sich gut angehört und man sieht auch schon, er ist sogar weit genug reingegangen wieder, wie auch beim dritten vorher schon. Das heißt, da hat sich mit Sicherheit kein Kolbenring gelöst oder verkantet. So, jetzt können wir den Block wieder auf die andere Seite drehen. Und hier sieht man jetzt schön auch das Rad hier, das ist, gibt eigentlich dem Motorsteuergerät die Drehzahl wieder. Auf der unteren Seite hier unten sieht man recht schön den Geber, das ist der Kurbelwellensensor und der nimmt seine Signale hier von diesem Rad hier ab. Also ist ein bisschen anders gelöst wie bei anderen Motoren, die haben es ja meistens entweder hinten am Schwungrad oder teilweise auch vorne am vorderen Rad und in dem Fall nimmt es hier an dem Rad hier ab. Und wie gesagt, auch wieder vorher haben wir die Kurbelwelle ganz nach oben gedreht. Man sieht es hier vorne am vordersten Zylinder. Da ist die Kurbelwelle ganz oben. Dementsprechend ist sie auch am hintersten Zylinder ganz oben.
Und ich gehe jetzt mal einfach auf die andere Seite mit der Kamera, dann sieht man es besser den Einbau. Das ist jetzt das untere Lager vom Pleuel. Das obere ist jetzt schon draufgezogen, also direkt an die Stelle an der Kurbelwelle, wo der Pleuel montiert wird. Den kann man einfach mit der Hand hochziehen. Und jetzt nehmen wir wieder das Gegenstück dazu, wieder auf die Nut aufpassen. Nut auf Nut auch wieder. Das heißt, Oberteil, Unterteil zueinander ausrichten, dass die Nuten sich anschauen. Dann wieder ganz wichtig, die neuen Pleuellagerschrauben ein bisschen einölen. Und dann einfach mit der Hand fest ein bisschen andrehen. Und dann wieder in zwei Durchgängen die Pleuelschrauben festziehen. Erst 5 Newtonmeter und danach 20 Newtonmeter. So, jetzt der zweite Durchgang kommt jetzt mit 20 Newtonmeter wieder. So ein bisschen mehr. Und dann zuletzt wieder den Drehwickelaufsatz zum letzten Durchgang. Genau, der Drehwinkelaufsatz schon wieder. Unterteil dementsprechend auch so aus mit einem Adapter bestücken. Wenn man nicht die richtige Größe hat, dann kann man sich den dementsprechend umstellen, dass man das auf eine kleinere Größe kommt, wie wir es jetzt gemacht haben hier. Und jetzt können wir das Werkzeug am Motor ansetzen wieder. Und anstehen lassen. Genau, anstehen lassen im Uhrzeigersinn, dass er ansteht. Dann auf 0 stellen. Da kann ich jetzt kurz mal in der Kamera nochmal drauf gehen. So, jetzt kann man es richtig schön sehen von der Position aus. Ein bisschen ausholen, ein bisschen Schwung holen. Und ich gehe jetzt mal rüber, halte den Motor ein bisschen fest, damit das Ding nicht gleich wegrutscht. So, und jetzt möglichst schön ein Stück durchziehen. Halt, dann geht er hier jetzt weg. Auf 0. So, jetzt. So 70 Grad, genau. Genau, und das gleiche nochmal. Mhm. Also eine richtige Position erst finden, wo das Ding ansteht. Ansonsten kann man es nochmal hier ein bisschen in der Länge verstellen. Zu lang ist, ein bisschen nach innen drücken. Schauen wir, ob es jetzt geht. Mhm. Jetzt müsste es gehen. Jawohl. Jetzt stehen wir hier innen an der Stelle hier. Auch wieder auf 0 stellen. Einer hält ein bisschen fest. So, und jetzt kann man es durchdrehen auf 70 Grad. Genau. Das passt. Gut, das war jetzt der letzte Pleuel. Jetzt haben wir wirklich alle fertig. Und was jetzt natürlich ganz wichtig ist, nochmal einen kurzen Test machen, ob sich die Kurbelwelle auch schön drehen lässt, ob die Kolben nicht irgendwelche Spuren zeigen beim Drehen, ob da vielleicht irgendwas, doch ein Kolbenring vielleicht geknickt ist oder ja, sich irgendwas verdreht hat. Dazu jetzt einfach an der Kurbelwelle vorne ein bisschen durchdrehen und mal darauf achten, hören, ob da irgendwas ist. Läuft ganz gut, oder? Ja, vom Geräusch her merkt man jetzt keine Schleifgeräusche. Einfach mal kurz reinschauen in den Zylinder nochmal. Passt alles. Von der anderen Seite schauen wir noch mal kurz nach. Okay, durch hier. Ja, lässt sich schön drehen, leicht drehen. Damit müsste eigentlich alles in Ordnung sein. Und ja,
Der Kurbeltrieb ist jetzt wieder komplett fertig hergestellt. Es geht jetzt eigentlich auch schon weiter mit dem Zylinderkopf. Man könnte jetzt natürlich auch unten weitermachen mit der Ölpumpe zum Anbauen, aber das machen wir erst später, weil das ist nochmal ein extra Thema bei dem Auto jetzt hier. Wir werden jetzt erstmal den Zylinderkopf vorbereiten und dabei geht es eben weiter mit dem Ventilschaftdichtung, bevor wir den auch aufsetzen können, weil das werden wir auf jeden Fall auch machen und das wird noch ein bisschen Zeit jetzt dauern.